Markus Grubert staunte nicht schlecht, als er auf seinen Kontoauszug schaute. Von seinem Postbankkonto wurden 2.355 Euro abgebucht. Einfach so. Ich war natürlich sofort geschockt und habe überlegt, was da passiert sein könnte. Ich hatte nichts nachzuzahlen, keine große Rechnung. Ja, dann steht man erstmal da, das Konto ist im Minus und ja, man ist erstmal, fällt man aus allen Wolken. Er zeigt mir den Kontoauszug. Da steht Echtzeitüberweisung, ein ihm unbekannter Name und GB für Großbritannien. Dann habe ich die Postbank angerufen, weil ich sofort gemerkt habe, ich bin betrogen worden. Es hat mich jemand gehackt und habe dann den Kontakt zur Postbank aufgenommen, mein Online-Banking sperren lassen, dann den Hinweis erhalten, dass ich eine Anzeige erstatten soll. Und diese Abfolge habe ich dann natürlich umgesetzt. Und dann kam bei mir auch die leise Hoffnung, dass ich mein Geld erstattet bekomme, da ich ja meiner Meinung nach keinen Fehler gemacht habe. Doch die Versuche mit der Postbank, Kontakt in seiner Sache aufzunehmen, scheiterten. Bis zu 20 Mal hat Markus Grubert aus Eckernförde in Schleswig-Holstein versucht, den offensichtlichen Betrug zu klären. Doch damit schien er ins Leere zu laufen. Wenn eine hohe Summe einfach so vom Konto abgebucht wird, ist das schon ärgerlich genug. Wenn aber dann noch eine Bank, so wie in diesem Fall die Postbank, den Kunden scheinbar im Regen stehen lässt, ist das nicht mehr nachzuvollziehen. Bei Markus Grubert geht es um 2.355 Euro. Ob er Opfer von Betrügern geworden ist und sein Geld von der Postbank zurückerhält, das will ich herausfinden. Markt mischt sich ein. Noch in Eckernförde schreibe ich an die Postbank. Was ist genau passiert und wird der Betrag erstattet? Ich hoffe, dass die Bank sich schnell bei mir meldet. Rückblick. Markus Grubert kaufte sich ein neues Mobiltelefon. Weil er seine Bankgeschäfte online macht, lädt er sich die Postbank-App herunter. Best Sign App, so heißt das Sicherheitsverfahren, mit dem er all seine Bankaufträge freigeben kann. Ich kannte das ja schon. Ich habe mich ja einmalig dann mit meiner Postbank-ID und meinem selbst festgelegten Passwort dort angemeldet. Und das sind ja routinemäßige Vorgänge. Dort kann ich dann jedes Mal halt meine Kontostände abrufen, Überweisung tätigen, Daueraufträge abwickeln. Und das war immer ein gutes, sicheres Gefühl. So sieht das auch die Postbank. Auf der Homepage steht, da Sie Ihren Auftrag immer mit Ihrem persönlichen Bestsign-Passwort bestätigen, können unberechtigte Personen Bestsign nicht mit Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen. Trotz alledem sind ja letztendlich 2.355 Euro dann verschwunden, obwohl ich auf keine Phishing-Mail, auf keine SMS geantwortet habe oder irgendwas Skeptisches geöffnet habe. Von daher bin ich da schon sehr verwundert, dass das Geld, was auf einem Konto bei der Bank liegt, verschwinden kann und dass sowas halt passieren kann. Trotzdem haben offenbar Betrüger das Geld von seinem Konto abgebucht. Denn die Postbank schreibt mir, mit einem zweiten Bestsign-Verfahren hätten die Betrüger versucht, mehrere Echtzeitüberweisungen von Herrn Gruberts Konto zu tätigen. Mit einer Ausnahme sind diese Überweisungen jedoch von unseren Betrugserkennungssystemen erkannt und nicht ausgeführt worden. Doch wie konnte das trotzdem passieren? Eigentlich soll das Verfahren ja sicher sein. Ich fahre nach Kiel. Dort habe ich mich mit einem Experten für Cybercrime-Ermittlungen verabredet. Der Kriminalhauptkommissar kennt die Tricks der Betrüger. Der Fokus der Täter liegt vor allem auf Banken, die der normale Bürger ganz normal für sein Girokonto nutzt. Dazu zählen die Volksbanken, die Sparkassen, Postbank, Commerzbank, so die klassischen Banken, die man so kennt, weil da spezialisieren sich die Täter drauf. Da hat man potenziell mit einer Phishing-Seite viele, viele Opfer. Er zeigt mir, wie die Betrüger vorgehen. Sie angeln sich über gefälschte Webseiten sensible Daten. Man sieht, das sieht ziemlich echt aus, alles. Auf der linken Seite sieht man, was der Täter sieht. Also man gibt oben das Passwort ein, auf der linken Seite wird dann gleich das Passwort erscheinen. Man sieht gleich, wie die Handynummer eingegeben wird für das TAN-Verfahren. Und in dem Moment hat der Täter dann auch die Handynummer.
oder dementsprechend weitere Daten. Und häufig ist es so, dass den Kunden gar nicht bewusst ist, wann sie irgendwo raufklicken. Wenn man erst auf der Seite ist, dann fällt einem das fast gar nicht mehr auf. Die Erfahrung zeigt aber, dass in, ich würde sagen, bestimmt 9 von 10 Fällen der Fehler doch beim Kunden ist. Heißt, vielleicht ist auch Markus Grubert auf eine gefälschte Postbankseite hereingefallen. Wer weiß. Ich fahre nochmal zu ihm nach Eckernförde an der Ostsee. Denn die Postbank hat sich gemeldet, wie er mir mitgeteilt hat. Moin! Hallo! Grubert. Moin! Hat die Postbank gezahlt? Ja, tatsächlich hat die Postbank die 2.355 Euro in voller Höhe erstattet. Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat. Letztendlich war es eine Kulanzsache. Aber trotz alledem bin ich mir sicher, keinen Fehler begangen zu haben und bedanke mich dafür nochmal recht herzlich für Ihre Unterstützung. Markus Grubert hat bisher kein Online-Banking mehr gemacht. Und er weiß noch nicht, ob er überhaupt wieder dieses Risiko eingehen will, nach dieser Erfahrung.